Elf hat große Angst, ins Gefängnis zu müssen. Sie will ihre kleine Tochter nach dem Tod ihres Vaters nicht auch noch im Stich lassen. Ihre Schwester Mellie passt zwar gut auf die Fünfjährige auf, bringt sie aber nie mit ins Krankenhaus, um Dana zu schonen. Liv vermisst ihre Tochter. Sie freut sich deshalb umso mehr über den Besuch ihrer Freundin und Danas Kindergärtnerin Katja Grauer. Ja, echt krass, was das für ein Akt ist, um hier zu dir zu kommen. Und dann nur mit Polizeischutz. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Sag einfach nichts. Die Situation ist schon bescheiden genug. Aber ganz ehrlich, Katja, auch wenn ich nichts mehr weiß, eins weiß ich, dass ich das wirklich nicht war. Du und ein Mord, das ist doch vollkommen daneben. Jeder, der dich kennt, muss doch wissen, dass das absoluter Bullshit ist. Ja, aber die befragen ja keine Freunde oder so. Ständig tauchen irgendwelche Beweise und Indizien irgendwoher auf. Und ich kann einfach nichts machen. Ich kann mich an nichts erinnern. Das wird sich alles aufklären. Das glaube ich wirklich, Liv. Ja, das hoffe ich. Aber sag mal, wie geht's denn Dana? Meine Schwester ist so übervorsichtig. Sie war letztens hier und hat die Kleine nicht mal mitgebracht. Ja, also da bin ich auch gerade etwas irritiert, muss ich sagen. Wieso, geht's ihr nicht gut? Nein, das nicht. Aber sie kommt momentan nicht in die Kita. Was? Kommt nicht in die Kita? Warum kommt die nicht in die Kita? Naja, das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich hier bin. Deine Schwester hat das so entschieden. Sie sagt, sie hat Angst, dass sie von den anderen Kindern gemobbt wird. Du weißt schon, wegen deinem Mordverdacht und so. Keine Ahnung, was die Eltern da wissen. Sowas macht ja schnell die Runde. Sie meint das wirklich nur gut. Es geht ihr ja gut bei Mellie. Und es wird sich schon irgendwie alles aufklären. Ich muss jetzt auch leider wieder los. Halte durch, bleib stark. Allein schon für Dana. Ja, danke, dass du hier warst. Tschüss. Tschüss. Hallo, störe ich gerade? Ich wollte Frau Schneider gerade besuchen. Ich bin ihre Anwältin. Hallo, Rechtsanwältin Beutler-Krowas. Hallo, Katja Grauer. Ich bin eine gute Freundin von Liv. Ich habe sie gerade besucht. Außerdem bin ich die Erzieherin in der Kita ihrer Tochter. Ah, das ist ja schön, dass ich sie kennenlerne. Ja, wie geht's ihr denn heute? Es geht ihr nicht so gut, aber das werden Sie ja gleich selbst sehen. Sie macht sich tierische Sorgen wegen der Ermittlungen. Aber vor allem wegen Dana. Aber wo ich Sie jetzt gerade hier so habe, entschuldigen Sie, wenn ich so direkt frage, gibt es irgendwas Neues? Ich verstehe ja, dass Sie sich Sorgen machen, aber seien Sie mir nicht sauer, ich darf nicht mit Ihnen darüber reden. Ich muss jetzt erstmal mit Frau Schneider sprechen. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich einige neue Hinweise habe, die uns hier wirklich noch weiterhelfen könnten. Also gibt es Hoffnung, dass es gut. Ich meine, jeder, der Liv kennt, weiß doch, dass sie keine Mörderin ist. Naja, jeder außer Frau Markus, ne, der Verlobten von Danas Vater. Ex-Verlobten. Ex? Ach so, Sie meinen, weil er jetzt gestorben ist, ja. Nein, sondern weil Francesco sich getrennt hat. Er hat die Verlobung kurz vor seinem Tode aufgelöst. Was? Davon weiß ich überhaupt nicht. Warum hat mir das keiner erzählt? Wie jetzt? Liv hat Ihnen das nicht erzählt? Aber von der habe ich's doch. Wahrscheinlich kann sie sich daran auch nicht erinnern. Das ist ja erst vor kurzem passiert. Ja, dann macht das natürlich Sinn, dass das genau in die Zeit ihrer Amnesie irgendwie fällt. Aber mit dieser Frau Markus habe ich doch auch schon gesprochen, die hat ja auch keinen Ton von gesagt. Also wenn das wirklich erst so kurz zurückliegt, wie Sie sagen, dann frage ich mich, ob es da überhaupt irgendjemanden gibt, der davon weiß. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Francesco Liv erzählt hat, dass er sich getrennt hat. Mehr weiß ich nicht, aber ich finde, das reicht ja auch schon. Ja, allerdings. Das ist auf jeden Fall eine echt wichtige Info, denke ich mal. Ich rede jetzt mal mit Frau Schneider. Wenn das mit dieser Entlobung wirklich stimmt, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier noch eine entscheidende Rolle spielen könnte. Gut, ich gehe jetzt erstmal rein. Okay. War schön, Sie kennengelernt zu haben. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Irgendwie bekomme ich hier dauernd neue Hinweise, die aber auch dauernd neue Fragen aufwerfen. Wer zum Teufel kann hier ein Interesse daran haben, den Verdacht auf Frau Schneider zu lenken? Und warum hat Frau Markus mir nichts davon erzählt, dass sie schon längst von dem Mordopfer getrennt war? Also ich denke mal, wenn ich all diese Fragen beantworten kann, dann wird mich das auch zum wahren Täter führen. Liv Schneiders Ex-Freund Francesco Di Sipio wurde ermordet. Die Polizei hat Indizien gefunden, die für Liv als Täterin sprechen. Anwältin Silvia Beutler-Krowas will Livs Unschuld beweisen. Sie hat Oliver Kurz, den Chef des Mordopfers, und seine Assistentin Caroline Ottke in ihre Kanzlei gebeten, um mehr über den Getöteten zu erfahren. Danke erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Als Unternehmensberater sind wir gewöhnt, sehr viel unterwegs zu sein. Und da können wir das ganz, ganz gut einrichten. Ist ja auch eine Sache, die uns in der ganzen Firma sehr betroffen gemacht hat und alle noch sehr erschüttert. Ganz schlimm ist es ja für das Kind, das jetzt hinterblieben ist. Natürlich auch besonders für die Verlobte, die Frau Markus. Sie sagten jetzt gerade die Verlobte. Also,
Nach meinem Kenntnisstand hatten sich die beiden schon wieder entlobt. Wie meinen Sie das jetzt? Also, soweit selbstverständlich weiß ich, dass der Discipio und die Frau Markus heiraten wollten. Entschuldigung, Herr Kurz, wenn ich mich einmischen darf. Also, Sie sind nicht mehr ganz auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Kurz vor seinem Tod hat der Discipio sich von seiner Verlobten getrennt. Ach so, tatsächlich? Ja. Das ist eben auch genau das, was mein letzter Kenntnisstand ist. Genau, also ich habe es auch nur deswegen erfahren, weil der Herr Discipio eine Adressänderung durchgegeben hat bei uns. Für die Zusendung für seine Gehaltsunterlagen und sonstigen Dokumenten. Und da hat er mir gegenüber hat er dann erwähnt, dass er sich getrennt hat. Das heißt, der ist umgezogen, der ist da schon ausgezogen bei der Frau Markus? Ja, also so circa 2 Wochen vor seinem Tod ungefähr. Da hat er sich ein kleines Apartment genommen, hat er erzählt, ja. Das muss wirklich an mir vorbeigegangen sein, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ja, also ansonsten mehr weiß ich auch gar nicht. Also ich weiß nur, dass die Beziehung von den beiden eben beendet war. Also das ist eine Information, die für mich wirklich total wichtig sein könnte. Und deswegen bedanke ich mich auch wirklich ganz herzlich, dass Sie extra hergekommen sind und dass Sie mir das auch alles erzählt haben. Natürlich. Vielleicht kann ich ja einfach, wenn noch mal Fragen sind, mich noch mal an Sie wenden. Jetzt habe ich erfahren, dass das Mordopfer bereits ausgezogen ist. Aber warum sollte er sich mit meiner Mandantin in dem Haus treffen, in dem er selber gar nicht mehr wohnt? Und in dem letztlich auch der Mord geschehen ist? Ich muss jetzt sehen, dass ich Frau Markus erreiche. An die habe ich einige Fragen. Liv macht die Ungewissheit und ihre fehlende Erinnerung sehr zu schaffen. Doch noch viel schlimmer ist die Sehnsucht nach ihrer kleinen Tochter. Sie war noch nie so lang von Dana getrennt und hält es kaum noch ohne sie aus. Da sie ihre Schwester schon den ganzen Tag nicht erreichen kann, fasst sie einen folgenschweren Entschluss. Wo soll's denn hingehen? Ich wollte zum Kiosk mir was zum Lesen holen, wenn's okay ist. Ja klar. Gehst du mit oder soll ich? Geh du ruhig mit. Okay, bitte. Bis gleich. Die haben bestimmt auch Besseres zu tun, als hier Patienten durchs Krankenhaus zu begleiten. Ne? Ja, das ist schon richtig, aber ich sag mal, das gehört schon zu den schöneren Aufgaben als Polizist. Ja, erleben Sie Spannendes? Ja, ich will Sie da jetzt nicht irgendwie langweilen oder sowas mit irgendwelchen Polizeigeschichten. Oh, das interessiert mich schon. Okay. Ja. Letzte Woche war das erst gewesen, hatten wir hier gleich um eine Ecke einen Einbruch gehabt. Ach echt? Und Täter war noch flüchtig gewesen, hatten sie vermutet in dem Lagerhaus hier um eine Ecke. Und ich glaube, 20, 30 Kollegen sind da gekommen, haben da alles abgesucht, keinen gefunden. Krass. Kurze Pause gemacht, 3 Kollegen haben sich da auf seine Holzkiste raufgesetzt, unserem Nebenraum. Und zusammengebrochen und wer saß da drin? Der Einbrecher. Das ist ja ein Ding. Ja. Sie warten kurz, ja? Ach, Mensch. Oh, Scheiße. Mensch, geh doch mal. Entschuldigung. Oh. Uli, die ist abgehauen. Komm. Liv flüchtet aus dem Krankenhaus. Aber nicht, um sich den Ermittlungen der Polizei zu entziehen. Sie will einfach nur zu ihrer kleinen Tochter. Seit sie aus dem Koma erwacht ist, hat sie die 5-Jährige nicht mehr gesehen. Liv fährt direkt zur Wohnung ihrer Schwester Mellie. Mama, Liv, was machst du denn hier? Wie kommst du hierher? Ich dachte, wenn ich meine Tochter nicht sehen kann, das geht nicht. Ich muss sie sehen. Du bist auch nicht ans Telefon gegangen. Du, wir waren einkaufen, jetzt sind wir vom Spielplatz zurück. Ich hätte dich doch zurückgerufen. Wo ist sie denn? Im Wohnzimmer. Ist jetzt egal. Kleine. Hallo, mein Schatzi. Hey. Wo ist die denn? Ja? Max? Ja. Geht's dir gut? Mama. Ja. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich glaube, ich lasse euch jetzt mal einen Moment alleine, okay? Genieß die Zeit. Die Mama hat dich so vermisst. So doll vermisst. Ja, so doll hat die Mama dich vermisst. Mellie sieht ein, dass es ein Fehler war, Dana nicht zu ihrer Mutter ins Krankenhaus und zu ihren Freunden in die Kita zu lassen. Aber sie wollte das kleine Mädchen schützen. Während die Schwestern sich aussprechen, wird Silvia Beutler-Krovers von der Polizei über Livs Verschwinden informiert. Komm, setz dich mal zu mir. Ich finde, du siehst gar nicht gut aus im Moment, ne? Ja, aber das ist mir egal. Das Wichtigste ist, dass ich bei der Kleinen bin, weißt du? Komm erst mal bitte zu mir. Ich will wirklich mit dir reden. Ich meine, du, ich wollte ja auch immer sagen, dass mir das alles leid tut. Ich hätte die Kleine nicht von ihrer Mutter abschirmen dürfen. Das war völlig daneben von mir. Und
Hätte ich nicht tun sollen. Sie braucht doch ihre Mama. Also, dass du sie nicht mal in die Kita gebracht hast, das war jetzt wirklich nicht so doll. Aber im Endeffekt brauchen wir darüber nicht mehr diskutieren. Ich weiß, dass sie es super gut bei dir hat und darauf kommt es an. Ich finde das wirklich schön, dass du so siehst, Süße. Mhm. Aber eine Frage. Ich meine, denkst du nicht, dass du schon genug Stress mit der Polizei und der Kripo hast? Findest du, dass das, was du jetzt machst, dir das Richtige ist? Ja, warte mal, es klingelt. Hallo. Ach, hallo. Ihre Schwester da? Ja, sie ist da. Soll ich durchgehen? Ja, bitte. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Gehen Sie mal bitte vor. Hallo, Dana. Hallo, Frau Schneider. Hallo. Ja, ich glaube, ich muss nicht groß sagen, was los ist, ne? Wir müssen los, und zwar sofort. Okay, Schatzi, die Mama muss jetzt noch mal ins Krankenhaus, weil der geht's noch nicht so gut. Aber da... Du bleibst dann ein bisschen noch bei der Tante Melli, ja? Sie brauchen hier gar nicht groß was zu sagen. Frau Schneider weiß, dass sie Mist gebaut hat und das tut ihr auch leid. Aber mein Gott, sie hatte einfach so eine Sehnsucht nach ihrer kleinen Tochter. Ja, das müssen Sie doch verstehen. Ja, sie hätte aber trotzdem nicht unsere Kollegen täuschen müssen. Und so filmreif abzuhauen. Außerdem hätte die Kleine auch zu Ihnen ins Krankenhaus kommen können, sie zu besuchen und so weiter. Ja, aber darauf konnte ich nicht warten. Ich habe sie total vermisst. Ich kann doch nicht abwarten, bis sie irgendwann mal kommen. Sie sind Hauptverdächtige in einem Mordfall. Ja, sie sind nur deswegen auf freiem Fuß, weil ein Arzt der Meinung ist, dass sie nicht transportfähig sind. Aber so wie Sie hier rumtouren, ganz ehrlich, bin ich ganz anderer Meinung. Machen Sie mal halblang. Gucken Sie sich Frau Schneider doch mal an. Die ist doch überhaupt noch gar nicht transportfähig und oder vernehmungsfähig. Die gehört ins Krankenhaus in ärztliche Behandlung. Eine Haft würde sie überhaupt nicht durchstehen. Genau, und da fahren wir jetzt auch hin. Dann lassen wir sie mal noch mal untersuchen. Und dann werden wir ja feststellen, ob sie transportfähig sind oder nicht. Ja, tun Sie, was Sie nicht lassen können. So, geh mal vor. Kümmere dich weiter um sie, ja? Natürlich mache ich das. Tschüss. Und da. Ja. Rational gesehen hat uns die Aktion von Frau Schneider natürlich eher geschadet als genützt. Aber soll ich sie dafür runterputzen, dass sie ihre kleine Tochter sehen wollte? Ich kann jetzt nur versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben und dafür zu sorgen, dass sie im Krankenhaus bleiben kann. Dr. Hagen macht Liv eindringlich klar, dass ihr Alleingang gefährlich war. Sie hätte einen Schwächeanfall erleiden können. Nach einer Untersuchung entscheidet er, dass sie aufgrund ihrer schwachen körperlichen Verfassung weiterhin im Krankenhaus bleiben muss. Damit bleibt ihr eine Inhaftierung vorerst erspart. Ich weiß ja, dass Sie Ihre Tochter vermissen. Aber gerade deswegen müssen Sie sich jetzt hier einfach zusammenreißen. Ja. Aber während Ihres kleinen Ausflugs bin ich hier auf weitere Ungereimtheiten gestoßen. Nämlich? Der Francesco, der hat sich von der Hannah Markus nicht nur getrennt, der ist sogar schon ausgezogen. Ja gut, aber das ist ja auch nicht unwahrscheinlich. Ich meine, warum soll man jetzt zusammenleben, wenn man nicht mehr zusammen ist? Überlegen Sie doch mal. Das ist total unlogisch. Warum sollte sich Ihr Ex-Freund im Haus seiner Ex-Verlobten mit ihnen treffen? Das macht doch hinten und vorne keinen Sinn. Ja gut, stimmt auch wieder. Zumal ich war so selten bei denen, wirklich nur, wenn ich die Kleine hingebracht habe oder abgeholt habe. Bei allem anderen wäre Hannah auch auf die Barrikaden gegangen. Ja, und dann noch dieser gefälschte Terminkalender. Also, ich frage mich einfach die ganze Zeit, ob es nicht wirklich sein könnte, dass ihnen jemand diese ganzen Beweise untergeschoben hat. Und ob es nicht vielleicht irgendjemanden gibt, der Zugang zu ihrem Auto hat. Aber an mein Auto, da kann keiner ran, außer, da kann keiner ran. Also Frau Schneider, jetzt spucken Sie es aus, vielleicht haben wir ja beide den gleichen Verdacht. Ich fühle mich so schäbig, das überhaupt auszusprechen, aber der Einzige, der Zugang zu meinem Auto hat, ist Tino. Der braucht das manchmal zum Entladen von Lieferungen und so, aber Tino war das nicht. Ja, aber sehen Sie, jetzt haben wir beide schon den gleichen Verdacht. Ich habe mir nämlich auch überlegt, dass der Einzige, der einen Schlüssel haben könnte, ihr Partner sein müsste. Ja, aber Tino ist nicht nur ein Partner, der ist ein Freund, ein Kumpel. Also der würde sowas niemals machen und der hat doch auch gar kein Motiv. Ich meine, warum soll der jetzt Francesco sowas antun oder warum soll der mir das alles in die Schuhe schieben wollen? Der war das nicht. Wer hat denn hier überhaupt ein Motiv? Die einzige Feindin, die sie haben, das ist die Hannah Markus. Aber hat die ein Motiv? Und vor allen Dingen, wie soll die an ihr Auto kommen oder an ihr Terminkalender? Keine Ahnung, aber Tino,
Der macht sowas, der würde das niemals machen. Das war der, also Tino war das nicht. Gut, ich gehe noch mal in Ihren Laden und werde mit Ihrem Partner einfach noch mal reden. Wir müssen jetzt hier wirklich einfach alles in Betracht ziehen, was irgendwie auf den wahren Täter oder die wahre Täterin hindeuten könnte. Hm. Und Sie ruhen sich jetzt einfach noch mal ein bisschen aus. Ich denke, Sie haben heute genügend Kraft gelassen. Ja? Okay. Okay. Das Rätsel ist noch nicht gelöst. Und der Ausflug meiner Mandantin hat hier unnötig Zeit gekostet. Aber ich will jetzt endlich Antworten auf die noch offenen Fragen haben. Und ich bin mir absolut sicher, dass hier mindestens eine andere Person ihre Finger im Spiel hat. Silvia Beutler-Krovas Mandantin Liv Schneider wird verdächtigt, ihren Ex-Freund getötet zu haben. Doch die Anwältin glaubt an die Unschuld der jungen Mutter. Sie hält es für möglich, dass Livs Geschäftspartner Tino Palaske ihrer Mandantin die gefälschten Beweise untergeschoben hat. Die Juristin will sich einen genaueren Eindruck von dem Unternehmer verschaffen. Und das möglichst unauffällig. Hallo. Was machen Sie denn hier? Ich wollte eigentlich nur für Frau Schneider mal ein bisschen nach dem Rechten sehen. Also nicht, dass sie Ihnen misstraut oder so, aber ja. Klar hat sie momentan andere Sorgen, aber irgendwie bewegt sie schon, was mit ihrem Laden jetzt ist. Ja, ich bin jetzt gerade hier an der Abrechnung noch dran. Also um den Laden muss sie sich definitiv keine Sorgen machen. Okay, also, das freut mich. Dann können Sie Frau Schneider wirklich beruhigen. Also prima. Ich schon im Griff. Ja. Entschuldigen Sie mich bitte ganz kurz. Ich muss ganz kurz die neue Ware nach vorne schaffen. Ja, okay. Ja, ich bin dann gleich für Sie da. Alles klar, danke. War es dann das jetzt auch? Oder ich würde jetzt auch echt langsam hier ein Feiern machen, war ein anstrengender Tag. Und ja, klar. Also ich habe ja gesehen, dass hier alles in Ordnung ist. Und sorry, dass ich Sie aufgehalten habe. Ich gehe dann mal Problem. Wieder. Ja? Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Und sagen Sie, Liv, also ich halte hier auf jeden Fall die Stellung. Also um den Laden muss ich definitiv keine Sorgen. Das werde ich ausrechnen, da wird sie echt beruhigt sein. Okay, alles klar. Danke, schönen Abend noch. Machen Sie gut, ja. Tschüss. Na, das ist doch jetzt schon ein komischer Zufall, dass da jemand namens Hanna anruft. Also ich persönlich kenne nicht allzu viele Hannas. Vielleicht sollte ich einfach mal beobachten, was der Herr Palaske so nach Feierabend macht. Silvia Beutler-Krovas glaubt, dass es sich bei der Anruferin um Hanna Markus handeln könnte, der Ex-Verlobten des Ermordeten. Sie will herausfinden, ob sie mit ihrer Vermutung richtig liegt und folgt Tino unauffällig. Und tatsächlich geht er nach Feierabend direkt zum Haus von Hanna Markus. Mann, Hanna, ich kann nicht mehr. Was kannst du nicht mehr? Was machst du denn für ein Theater? Was ist denn los? Eben war die Anwältin von Liv bei mir im Laden. Ja und? Lass sie doch. Mein Gott, hast du irgendwas gesagt? Natürlich habe ich nichts gesagt, aber die kommt doch nicht einfach so zu mir in den Laden, um mal nach dem Rechten zu schauen. Meine Güte, lass sie doch gucken. Die haben doch überhaupt nichts in der Hand, um Liv da rauszuboxen. Mann, ich habe den ganzen Scheiß Liv ins Auto getan. Ich habe den Eintrag im Kalender gefälscht. Ich habe den ganzen Mist am Hals und du hast gesagt, es haut hin. Es läuft doch alles nach Plan. Man guckt doch mal, die Polizei hat die Tatwaffe in Livs Auto gefunden. Was willst du denn mehr? Die brauchen doch gar nicht mehr wissen. Ist doch alles in Ordnung. Ich wusste nicht, dass du so ein Weichei bist. Ich dachte, du bist ein Kerl, ja? Und jetzt heulst du hier rum, nur weil die Anwältin dich im Laden besucht? Du nennst mich Weichei? Ja, hast du richtig gehört. Jetzt wird mir wirklich bewusst, dass ich dir völlig egal war die ganze Zeit. Du hast mich nur benutzt, um deinen ganzen Dreck wegzuräumen. Du hast die ganze Zeit nur Francesco geliebt. Und? Ich dachte, wir können ein bisschen Spaß zusammen haben. Und die Liebesnummer, die ist ja wohl auf deinem Mist gewachsen. Was für Spaß zusammen? Du weißt doch ganz genau, was du mir bedeutest. Du warst nur mit mir zusammen, um den ganzen scheiß Drecksmord zu vertuschen. Es war kein Mord, okay? Es war ein Unfall. Was redest du da? Natürlich war es Mord. Es ist ein Unfall. Es ist aus dem Streit heraus passiert. Es war eine Affekthandlung. Jetzt halt die Klappe und komm endlich mit rein. Ich komme auf keinen Fall mit rein. Ich gehe zur Polizei. Das musst du nicht tun. Das musst du nicht tun, mein Freund. Doch, Herr Palaske. Genau das, was Sie tun sollten. Sag mal, bist du so bescheuert und hast sie hier mit angeschleppt? Du hängst da genauso mit drin. Halt die Klappe, ich sag's. Ich glaube, diese Warnung ist ein bisschen spät, Frau Markus. Herr Palaske, Sie müssen doch sehen, dass diese Frau Sie die ganze Zeit nur ausgenutzt und benutzt hat. Wenn Sie jetzt zur Polizei gehen und ein Geständnis ablegen, dann haben Sie wirklich eine reelle Chance, dass ein Geständnis zu Ihren Gunsten gewertet wird und dass Sie irgendwie mildernde Umstände bekommen. Tino, du hast nichts getan und ich habe nichts getan. Halt einfach die Klappe, okay? Wir sagen gar nichts. Es ist vorbei, Hanna. Ich gehe definitiv zur Polizei. Ja, das ist genau die richtige Entscheidung und ich werde die Polizei jetzt gleich anrufen. Tino hat gestanden, die Beweise für seine große Liebe Hanna Markus fingiert zu haben. Hanna war immer eifersüchtig auf Liv und geriet deswegen in einen Streit mit Francesco. Sie verlor die Kontrolle und erschlug ihn.
Um die Tat zu vertuschen, hat sie den verliebten Tino manipuliert. Dank Silvia Beutler-Krovas hat der Albtraum für Liv endlich ein Ende. Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus darf sie endlich zu ihrer sehnsüchtig vermissten Tochter. Tada, da sind wir. Hallo, mein Schatz. Du bist so schick gemacht. Hallo, Süße. Ja, hallo. Bist du so schick gemacht? Hallo. Oh, danke. Na, ist die Mama wieder zu Hause? So schön, wieder zu Hause zu sein. Gell, Schatz? Und so schön. Habt ihr das so schön geschmeckt? Mehr Gummi. Ja, und zwar allen. Gummibärchen dabei. Ja. Uns war doch allen klar, dass du das nicht gewesen bist. Ich bitte dich. Also von daher finde ich, wir sollten jetzt mal anfangen, ein bisschen zu feiern, dass du wieder zu Hause bist. Mir freut sich auch jemand ganz doll. Ich freue mich auch so. Komm, wir setzen uns mal hin. Stell den mal weg. Liv kann sich immer noch nicht an den Unfall und die Wochen davor erinnern. Doch sie kann endlich wieder bei ihrer kleinen Tochter sein. Gemeinsam mit Schwester Melly und Freundin Katja genießt sie ihr kleines Familienglück. Die skrupellose Hannah wird wegen Mordes angeklagt und Tino muss sich wegen falscher Verdächtigung und Strafvereitelung verantworten.